Sonja und die Izzy und ich sind heute wieder in Brookhaven. Und zwar heute als gute Hexe versus böse Hexe und gucken, was die Unterschiede da sind. Und ich bin als erstes, werde ich mich als eine gute Hexe hier eine gute Hexe. Na cool. Alles klar, ja, mache ich jetzt. Okay. Gute Hexen, was würde man als gute Hexe anziehen? Ich denke, man will auf jeden Fall friedlich wirken, aber trotzdem wie eine Hexe. Ich ziehe mich einmal kurz um und dann können wir gute Taten vollbringen. So, da bin ich sehr zufrieden mit. Das sieht sehr süß aus. Ich sehe aus wie eine Hexe, aber ich sehe trotzdem friedlich und lieb aus, damit die Leute wissen, dass ich ihnen helfen möchte. Hallo! Hi! Wer bist du denn? Was bist du, eine Hexe? Ich bin eine Hexe, aber keine Sorge, ich bin eine gute Hexe. Mann, du hast so ein cooles Kostüm, ich habe gar keins. Du hast kein Halloween-Kostüm? Nein, ich habe keins gemacht. Oh, kein Problem, warte, ich zauber dir eins her. Wirklich? Das würdest du tun? Ja, na klar, warte, was willst du sein? Oh, so cool. Ich möchte ein Geist sein. Ein Geist, alles klar. Dann Abracadabra und 3, 2, 1, tschum! Und, Was ist denn das? Warte, hast du ein bisschen was fehlgeschlagen? Ich bin gar kein Geist! Nein! Ich bin Huhn! Warum hast du mich zum Bist Huhn du gemacht? Bereit? Ich bin noch eine neue Hexe, okay? Ich bin noch nicht so erfahren. Aber kein Ding, warte, ich zauber dich nochmal zu einem Geist. Okay, warte. Oh. Diesmal wirklich. Abracadabra und 3, 2, 1, und, oh ja, okay, perfekt. Du bist ein Gespenst. Du hast mir einfach Lack übergeworfen, gib's zu. Nein, hab ich nicht. Okay, von mir aus reicht das so, alles klar, danke. Alle undankbar. Okay, ich gebe zu, ich habe schon mal bessere Kostüme hergezaubert. Ich bin ein bisschen außer der Übung und mein Zauberstab ist auch weg. Deswegen muss ich jetzt irgendwie versuchen, mit meinen Händen die Zaubersprüche zu arbeiten zu kriegen. Aber ist okay. Ich meine, das Kind hat ein Kostüm. Es kann jetzt Süßigkeiten holen gehen. Das ist ja besser als nichts. Dann gucke ich mal, wer hier in der Stadt noch meine Hilfe braucht. Okay, wo brauchen denn die Leute Hilfe? Wahrscheinlich im Krankenhaus. Ich habe da vorhin schon auch ein wildes Auto gesehen, was hier rumgefahren ist. Das sind sicher Leute, die landen im Krankenhaus und die brauchen dann Hilfe von einer kompetenten, guten Hexe wie mir. Denn ich kann nicht nur kann ich Kostüme zaubern, ich kann auch kranke Menschen heilen. Hoffe ich einfach mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Oh, hallo! Bester! Da braucht sicher jemand meine Hilfe. Eine bedürftige Seele. Hier sicher in Behandlungszimmer 1. Guten Bester, Tag. Mein Milchshake ist alle. Ich brauche einen neuen. Der Milchshake ist alle. Ach, kein Problem. Ich zauber dir einen Füll 9 auf. Warte. Okay. Und 1, 2, 3, ein neuer Milchshake. Komm herbei. Hast du einen neuen Milchshake? Oh ja. Danke. Nice. Ich meine, ich wusste, dass es geklappt hat. Warum bist du denn hier? Was fehlt dir denn? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, ich wurde verflucht. Du wurdest verflucht? Oh. Ja, siehst du, ich kann gar nicht mehr vom Bett aufstehen. Oh. Das muss ein schlimmer Fluch sein. Das ist der bekannte Nicht-vom-Bett-Aufsteh-Fluch. Kein Problem. Ja. Zum Glück bin ich hergekommen. Ich kenne mich gut aus mit solchen Dingen. Okay, dann müssen wir hier erstmal kurz ein bisschen drauf rumhüpfen, um die, weißt du, Flüche zu lösen. Aua, das ist mein Bauch. Nein, das ist der Fluchbereich. Okay. So, und dann hier einmal tschup. Und, okay, jetzt musst du versuchen, es klingt jetzt wirr, aber denk an Eisbären, okay? Oh. Ganz fest an Eisbären denken. Kleine Eisbären, sie laufen übers Eis. Okay. Eisbären, ja. Eisbären? Ja. Und jetzt, Moment, ich konzentriere meine Zauberkraft. Jetzt solltest du wieder aufstehen können. Naja, vielleicht bin ich auch einfach nur faul. Sie können gehen. Nein, das ist ein bekannter Fluch. Das ist wahrscheinlich auch, das ist ein Phänomen davon. Das tritt nach einer Zeit ein. Wie lange liegst du da schon? Ja, weiß nicht, schon ein paar Jahre, glaube ich. Oh mein Gott, nein. Okay, so weit habe ich den Fluch noch nie in Aktion. Ja, okay, von mir aus, ich kann aufstehen. Ich bin einfach nur faul, okay? Warte, also was? Gehen Sie jetzt wieder. Aber das hätte ein Fluch sein können. Oh Gott, was ist mit mir passiert? Nein! Ich glaube, ich wurde wirklich verflucht. Oh mein Gott, okay, warte. Die Eisbären, denk an die Eisbären. Eisbären. Okay. Okay, jetzt okay, alles nochmal Glück gehabt. Sehen Sie, alles cool. Okay. Na, oh mein Gott. Oh nein, ich bin leider nicht eine stark genug Hexe, um da zu helfen. Ich weiß nicht genau, was ich tun kann. Okay, pass auf. Du musst, oder, also, kannst du aufstehen? Hallo? Ja? Versuch mal aufzustehen. Hallo, ich telefoniere gerade. Seien Sie mal kurz still. Oh. Eiscreme in der Stadt? Was? Okay, bin schon unterwegs. Danke, bis gleich. Was? Okay, alles klar. Scheinbar ist es, hat der Fluch eine Weile gebraucht, um gelöst zu werden. Aber da konnte ich natürlich wieder einem weiteren Menschen helfen, wie ich es ja auch tue. Und dann suchen wir mal weiter, ob hier noch jemand
Was braucht hier der da vorne? Nee, der sieht gut aus. Der ist hier am Motorradfahren. Hier ist noch eine andere Hexe scheinbar gerade in der Schule. Vielleicht hat die irgendwas, keine Ahnung, Böses gezaubert. Da kann ich dann sicher helfen. Ansonsten, oder ist es vielleicht eine weitere gute Hexe? Und die hat hier auch eine Möglichkeit gesehen. Hallo? Oh nein! Oh! Hi. Das ist so schrecklich! Was ist denn schrecklich? Ich hab eine 1 minus bekommen! Eine 1 minus? Ja! Und darüber bist du traurig? Ja! Soll ich dir eine 1 plus zaubern? Ja! Okay, okay, warte, gib mir kurz deinen Zettel. Okay, okay. Ja. Okay, oh ja, ich sehe hier ein 1 minus. Okay, Momentchen. Und. Kurz was ändern. Und jetzt hast du eine 1 plus. Wirklich? Hier? Hey, du hast da nur einen Strich durch das Minus gemacht. Was? Nein! Hey, guter Trick, danke. Ich glaube, ich werde auch so eine Laufbahn anstreben. Als Schummlerin! Danke, nein, das ist, ich habe nicht geschummelt, ich habe gehext! Leute verstehen das Talent einfach nicht, was es heißt, eine gute Hexe zu sein. So, jetzt bin ich hier einmal als böse Hexe umgewandelt. Ich habe keine gute, keine Ahnung, Kraft mehr in meinem Körper und bin bereit, Böses zu tun. Oh, da ist schon ein kleines Kind. Das ist gut, das ist gut. Hallo, siehst Hallo. Du der Saures? Na, du hast ja schon ganz schön viel gesammelt, ha? Ich habe schon eine ganze Menge gesammelt. Und guck mal, hier, das ist mein Süßigkeitenbeutel, das sind alle meine Lieblingssüßigkeiten. Kannst du mir die vielleicht verdoppeln? Oh, na klar, warte, ich bin noch eine Hexe. Das kann ich machen. Ich gebe dir die mal kurz. Okay. Ja, dass du eine Hexe bist. Okay, okay, okay. Wir haben das gleiche Outfit an. Guck mal, wir sind fast wie Schwestern. Oh, das stimmt. Beide die gleichen Besen. Oh, okay, Mann. Warte, was ist deine Lieblingssüßigkeit? Da verwandle ich gleich alles da rein. Oh, ich mag Karamellbonbons. Karamellbonbons, okay. So, dann mache ich jetzt alles in Gemüsechips. Da wird sie sich freuen. Und eine ganz große Menge. Und so. Hier, bitteschön, hier sind deine Karamellbonbons. Okay. Hier. Aber die sehen so... Gern geschehen. Moment mal. Das ist ein Apfel geworden. Das ist ein Apfel geworden. Du hast das in den Apfel verwandelt? Ja. Und in Gemüse. Gib mir meine Süßigkeiten zurück. Ich habe keine Süßigkeiten mehr. Ich habe alles verzaubert. Ich habe alles verzaubert. Nein. Ich will meine Süßigkeiten zurück. Ach, was für ein guter Start in den Tag. Dann guck ich mal. Vielleicht finde ich ja draußen noch ein paar willige Hexenopfer. So. Ich habe eine gute Idee. Slow down, trick or treaters. Also schön langsam fahren an die Kinder, die hier Süßes oder Saures spielen, damit die nicht überfahren werden, nehme ich an. Also tue ich, denke ich mal, der Gesellschaft auch was Gutes, wenn ich hier so einen Sportwagen verzaubere, damit der nur noch hier 10 km/h fahren kann. Der da hinten, der sieht mir aus wie ein guter Kandidat. Vielleicht fährt er ja nochmal zurück. Oh ja. Oh ja. Oh, den erwische ich. Halt, stopp! Hä? Halt, stopp, stehen bleiben! Ich nehme keinen Anhalter mit, was willst du? Okay, Moment, 1, 2, bin 3. Ich gerade am und fahren. Langsam, Hex! Mein Auto? Hä, wieso ist es ausgegangen? Ich hab's verhext, damit es nur noch langsam fahren kann. Du kannst jetzt nur noch 10 km/h schnell fahren. Was? Gern geschehen. Nein, mein Auto! Was denn jetzt? Toller los? Sportwagen! Ich hab viel Spaß damit gekauft. Noch! Oh no! Da ist man ja am Laufen schneller. Oh mein Gott, ich bin ja so eine gute Hexe. Da vorne ist der Friseursalon. Da habe ich auch schon eine gute Idee, was ich machen kann. Hi, du lässt dir gerade die Haare machen? Ja, die werden gerade gefärbt. Ich wollte mir ein bisschen dunklere Haare färben lassen. Weißt bisschen du, so dunkler? Mittelbraun. Ja, oh, ja, so mittelbraun. Genau. Okay, okay, ja. Klar. Das sieht bestimmt toll aus an dir. Zeig mal, wenn es fertig ist. Ich kann vielleicht noch einen kleinen Hex machen, damit die noch ein bisschen, weißt du, glänzender sind. Okay. Warte kurz, ich ändere cool. Das kurz an der Maschine. Okay, oh, und dann machen wir hier hellgrün. So, 3, 2, 1 und Text. Oh, ich spüre schon, wie die Farbe meine Haare umgarnt. Oh. Warte, sind wir fertig? Ja, wir sind fertig. Ja, klar, genau. Oh, cool. Ich freue mich so nicht, die Spiegel zu gucken. Schön dunkler geworden sind die. Ha, viel Spaß mit deinen grünen Haaren. Ich habe grüne Haare. Das sieht so richtig doof aus. Oh, klasse. Boah, vor allem wird es richtig schwierig, die wieder umzufärben. Grün geht richtig schlecht raus. Oh mein Gott, da habe ich wieder einen tollen Hexenstreich gemacht. Und ich glaube, es ist jetzt langsam auch wieder Tag. Da kann ich wieder nach Hause gehen, eine Runde schlafen. Und dann, wenn es heute Abend wieder Nacht wird, wieder losziehen für weitere Hexenstreichereien.
So, ich denke, das war Hallo? Tag als Gute und Tag als böse Hex. Was ist jetzt passiert? Ich hab... Ronja, du, ich verfluch dich gleich, du verfluchst mich? Obwohl, ich finde, eigentlich finde ich es ganz nice. Eigentlich sieht das ganz gut aus. Weißt du was? Ich find's gut. Danke. Gern geschehen. Ist auf jeden Fall ein Look. Ich weiß nicht, ob ein guter oder ein schlechter, aber es ist ein Look. Das war's mit dieser Folge von Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Oh, der Himmel ist voll schön. Guck mal. Ja, yeah, ich weiß. Genau, wenn ich deine Färbfarbe zu meinen grünen Haaren. Stimmt, das ist extra für dich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal und schaut unbedingt auch bei der Easy vorbei. Woo, yeah. Die hat bei sich keine grünen Haare, aber dafür gute Videos. Ach, ab sofort. Ab sofort, ja. Okay, gut, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.